So, Nummer 1, 102,4. Ah, ist ein Video, genau. Ganz vergessen. So. Okay. Guten Morgen, Leute. Bis später. So, auf Stopp. So, also was haben wir einmal? Wir haben einmal das, was macht der? Wir haben das Kreatinol-O-Phosphat, das steigert die Sauerstoffzufuhr und die Kraft. Und also O steht für Sauerstoff, also mehr Sauerstoff im Muskel. Und Phosphat ist die energieliefernde Substanz im Muskel. Und dann haben wir noch das Kreatin-HCl, das Hydrochlorid, das ist ja die beste Bioverfügbarkeit, das wird am besten aufgenommen, wenn ihr so Nasenspray habt oder Augentropfen, ist das in der Regel immer als HCl-Form verfügbar, damit es auch die ganz feinen Poren, die der Schleimhäute das Ganze aufnehmen können. Also deshalb, besser geht es nicht. Ich mach's mal einfach, 1 Gramm HCl ist teilweise wie 10 Gramm Monohydrat. Los geht's. Wir machen jetzt insgesamt 2,5 Gläser und damit sind wir schon durch. Nicht zu vergessen, dass das Synephrin, das Koffein und das Tyrosin haut jetzt in die Fettverbrennung richtig rein. So, jetzt habe ich ihn einfach nur einmal ausgewaschen, weil er ja leer ist. Und jetzt kommt das Milchreis-Eiweiß rein. Und weil ich im Auto, und dafür bin ich zu faul, jetzt nochmal rauszugehen, weil ich war schon dreimal draußen, weil ich die Tasche meiner Frau holen musste und die Bauarbeiter machen sich schon lustig darüber, dass ich da im Bademantel rausgehe. Kommt jetzt rein ohne Mu. Das ist von Bärenmarke, eine pflanzliche Milch, aber da ist nicht mehr viel drin. Also die 3,8% Fett ist viel zu viel natürlich, aber die fülle ich jetzt auch mit Wasser. Ja, das ist authentisch jetzt hier. So, das Ding ist fast 1,3 Liter, wenn es voll ist. Also hier bis zum Beispiel 1,3 Liter. Ich habe jetzt 1 Liter drin und habe 1,5 von den Löffeln reingemacht. Vom heute gibt es Milchreis. Das mache ich mir jetzt nämlich schon fertig, weil ich muss es jetzt noch nicht trinken, sondern erst in 2 Stunden. Wir haben es jetzt, Moment, wir gucken auf die Uhr, 7.24 Uhr und in 2 Stunden trinke ich den Shake. Und damit ich dann nicht gucken muss, oh, wo kriege ich die Milch her, wo ist das Pulver, bereite ich das schon alles vor. Aber jetzt nicht für den ganzen Tag, sondern nur für jetzt. Und die zweite Portionierung kommt ja bezogen auf den Booster. Moment, hier haben wir es ja. Der Booster kommt dann wieder um 14 Uhr, 14.30 oder 15 Uhr. Schatz, heute ist ja Training, ne? Okay, dann kommt er nicht 14 Uhr, 14.30, 15 Uhr. Dann kommt er um 16 Uhr, weil wir um 17 Uhr Training haben. Nimmt den aber nicht um 21 Uhr oder so, ne? Könnt ihr nicht mehr schlafen. Das Ganze hat jetzt gedauert, 2 Minuten, alles ist schon fertig für die nächsten 6-7 Stunden und dann danke fürs Zusehen, bis später, Leute. Und fertig ist das Ganze. Und jetzt heißt lecker, lecker. So, das war jetzt ein Glas, jetzt nochmal ein halbes hinterher. Das ist keine exakte Wissenschaft mit der Menge an Flüssigkeit. Natürlich jetzt nicht unbedingt auf 100 Milliliter, 2 Löffel, das ist viel zu süß. Aber ob ihr jetzt 500 Milliliter nehmt, so wie ich, oder 750 oder 1 Liter, ist nur eine Frage dessen, wie süß ihr das haben wollt. Ausgetrunken. Lecker, lecker. 16 Uhr, letzter Booster für heute. Mein Gott, ist ja voll. Boah, lecker. Richtig erfrischend, hier mal Eiswürfel reingeknallt. Das schmeckt 1:1, der Prime Booster schmeckt 1:1, als wenn ihr den Eistee-Granulat, den ihr noch kennt als Kinder, mit Wasser mixt. Okay. So, und gleich geht es dann zum Training, mal abhängig von meiner Frau, weil ich hole sie gerade ab. Ja. Bis gleich, Leute. Wie spät ist es? 18.21 Uhr, letzter Shake für heute. Milchreis Zimt. Oh Gott. Ich wollte so ein Ex machen. Okay. Zweimal Booster, zweimal Shake, einmal Vitamin. 30.06. Das war's.